45. Sie haben die Party ohne uns angefangen. Gut, Hilfe. Wir kümmern uns um die Jäger. Ihr kümmert euch um das Enterschiff. Schön, euch zu sehen, Vampire. Okay. 45. Wir müssen ins Kontrollzentrum, wenn wir diese Koordinaten bekommen wollen. Verstanden, macht euren Job. Wir geben euch Deckung. Okay, du bist weg. Ja, Freunde der Zocker-Lounge, herzlich willkommen zurück hier bei Starlancer und es ist ein Notruf eingegangen, schnell ins Briefing. Boah, was Dümmeres ist mir jetzt auch nicht eingefallen. Auf jeden Fall, yay, wieder Starlancer, Servus. Oh, die salutieren wieder, also ich habe was Gutes gemacht. Ich wäre dann da. Danke fürs Warten. Ja, kann losgehen. Commander. Okay, setzt euch und hört gut zu. Der Geheimdienst hat Berichte, nach denen die Koalition mit dem Bau eines neuen Supercarriers, der Saar, fast fertig ist. Wenn ich mir die Daten so ansehe, ist dieser Carrier sämtlichen Schiffen der Allianz haushoch überlegen. Damn. Dazu kommt noch, dass die Koalition inzwischen ein neues, verbessertes Warp-Tor in Betrieb genommen hat. Wird das zusammen mit der Saar eingesetzt, könnte das für uns bitter werden. Mit erbeuteten Daten hat unsere technische Abteilung den Prototyp eines Warp-Projectors gebaut. Er ist in der Lage, ein temporäres Wurmloch zu erzeugen, das gerade so groß ist, dass ein Jäger durchkommt. Ideal für verdeckte Operationen. Der Warp-Projector braucht 15 Sekunden zum Laden, bevor er zündet. Er ist noch etwas instabil, also verwendet ihn nur nach Anweisung. Wenn er die Werft erreicht, besteht eure erste Aufgabe darin, die Verteidigungstürme der Satelliten in der Umlaufbahn zu durchlöchern. Danach greift ihr die Jäger der Koalition an, die in der Nähe sind. Okay. Wenn ihr die Verteidigungsjäger neutralisiert habt, rückt ihr zu den Verteidigungstürmen vor. Sind die Jäger und Verteidigungstürme aus dem Weg geräumt, torpediert der Gamma Wing den Rumpf der Saar. Gleichzeitig sucht das Zielerfassungsschiff den Doppelenergiekern des Carriers. Wenn die Position des Energiekerns ermittelt ist, schießt ihr die Jackhammer-Raketen ab und räumt das Gebiet. Ihr habt inzwischen bestimmt gemerkt, dass diese Mission äußerst wichtig ist. Deswegen braucht ihr nicht alleine loszuziehen. Ein Kontingent der Vampires ist noch mit von der Partie. Cool. Wegen seiner Erfahrung hat Geschwaderführer Klaus Steiner den Oberbefehl über die Mission. Also was er sagt, wird gemacht. Alles klar? Alles klar. Und es gibt einen neuen Jäger, weil wir ja befördert worden sind in der letzten Mission. Ah, okay, klassisch wer? Tempest, sieht aus wie ein Bomber. Was hast denn du an Tachyonenkanone? Zweimal Impulskanone, hinten im hinteres Impulsgeschütz. Cool. Und was geht raketentechnisch? Jede Menge. Jackhammer. Ja, pass mal auf, brauchen wir überhaupt Havocs? Also ich will auf jeden Fall noch eine Checkhammer haben, wenn ich, dann irgendwie hier was abknallen muss, aber dann könnte ich doch eigentlich noch Banshee, die auf Durchdringen von Schilden und Panzerung explodiert beim Durchbohren der gegnerischen Schiffshülle. Schaden. Legt. Ach komm, die brauchen wir nicht. Wir nehmen hier noch Screamer mit. Mittlerweile finde ich die Screamer ja ganz cool. So, machen wir das. Probieren wir mal. Let's go. Viel Glück, Piloten. Danke, Commander. Go, go, go. Noch schnell einen Schluck Bier. Das fliegt sich nüchtern nicht so gut. Uha. Okay, schmeißt mich raus. Warum fallen die Schiffe nach unten? Warum? Commander Enriquez, wann können wir mit den Vampires rechnen? Wir haben gerade erfahren, dass sie aufgehalten wurden. Wir können nicht auf sie warten. Müssen jetzt zuschlagen. Na klasse. Verstanden, Commander. Dann Sprung, ne? Hier Gamma 1,
Wir warten, bis ihr die Premiere-Schilde ausgeschaltet habt. Verstanden, Gamma-Leader. Okay, 45. Fertig machen zum Warten. Zum was? Zum Warten? Warp-Projekt online. Es kann losgehen. Okay, probieren wir mal. Warp-Kamera, okay. Okay, bin ich alleine? Wow, den ganzen Weg zum Saturn auf einen Sprung. Ich habe Sichtkontakt zur Zar. Geht hin und nehmt euch die Satelliten vor. Alpha 5 schaltet die Primärschilde der Zar aus. Da unten sind Schiffe. Also dann. Afterburner, ab in den Kampf. Die Dinger sind ganz schön weit weg. Okay, da unten geht's schon los. Jäger und Kurgan im Anflug. Wir müssen warten. Wir müssen erst die Satellitentürme ausschalten. Wollte ich gerade sagen. Komm schon. Okay, Zielen ist so eine Sache. Schon. Und der nächste, bitte. Mach dein Testament, Pilot. Ja, warte mal. Nein, bitte nicht. Wir haben einen Pilot runtergeholt. Was? Wir haben einen runtergeholt oder Sie haben einen runter? Oder wer holt? Wir haben einen runter? Ach, das weiß ich nicht. Ja, ist ja gut. Heul doch nicht. Wo ist der? So, da war noch einer. Wo ist der nächste? Haben wir so ein Geschütz weg, ja? So. Eins weniger. Kann ja auch nicht schaden. Leute, ihr sollt doch nicht draufgehen. Los, schaltet die Satelliten aus! Ich mach doch schon. Ich sehe sie noch nicht. Ein Bergungsschiff ist auf dem Weg. Ganz ruhig, Pilot. So, next. Wo ist der? Innen drin? Okay, kein Problem. Next. Noch welche? Da war noch einer. Letzte. Vollgas. Okay. Wir haben genug Satellitentürme ausgeschaltet. Alpha 5, was habt ihr? Ich kriege kein Signal. Ich habe gar nichts. Was? Commander Enriquez, haben Sie verstanden? Wir kriegen kein Signal. Aua. Wir können nicht bleiben dran, 45. Wir schicken ein Enterschiff. Holen Sie sich die Koordinaten. Yeah, wir haben einen erwischt. Hey, 45. Wir haben die Party ohne uns angefangen. Gut, Hilfe. Wir kümmern uns um die Jäger. Ihr kümmert euch um das Enterschiff. Schön, euch zu sehen, Vampire. Okay. 45. Wir müssen ins Promotent-Reinring, wenn wir diese Koordinaten bekommen wollen. Verstanden, macht euren Job. Wir geben euch Deckung. Okay, du bist weg. Korbposition. Jetzt müsste ich mal meinen finden, ne? Achtung, Leute. Ich fange hier etwas auf, das wie ein Kreuzer mit Kurs auf unsere Position aussieht. Was? Oh nein, was ist das? Sie starten einen Asian Wing. Ein was? Passt auf, dass Sie nicht zum Enterschiff durchkommen. Ja, das sagst du so leicht. Ich habe irgendwie gar nichts in meiner Nähe. Den hier vielleicht, 150. Tja, der ist hier. Komm, er schießt mal ein bisschen auf dich. Nein, auf dich schießt man nicht. Alter, wo muss ich hin? Den nicht.
Komm schon. Komm schon. Stirb. Wir hatten ja bei den vorherigen Jägern war das ja so, dass die ein bisschen mitgezielt haben, aber jetzt... Wo ist das Enderschiff? Komm schon. Vom Enderschiff. Ich kann nicht ihm irgendwie helfen. Wenn ich wüsste, welche Taste das ist, den nächsten Gegner zu anzuvisieren. Ah, du bist in der Nähe. Stirb. Du hast doch so eine Rakete abgekriegt, ne? Du bist eher außer Gefecht gesetzt. Rache ist sicher. Warte so, Kumpel. Ja, komm, wo ist der nächste? Jack Banshee ausgewählt. Rakete auf Sektor! Ich glaube, ich habe die Taste gefunden. Bisschen versteckt, aber ich habe meine Steuerung auch selber dumm eingestellt. So, wo ist das Enterschiff? Na, komm schon, da. Huch. Was ist das? Oh shit, das ist das Enterschiff. Ich sehe gar nichts mehr. Komm, dann machen wir ein paar Geschütztürme platt. So. Wenn keine Jäger da sind. Au, 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 geh hoch. Okay. So. Boom. Zählt das eigentlich als Abschuss? Alter. Ich stehe hier rum. Wie als hätte ich nichts zu tun. Okay. Es gibt nach wie vor keine Jäger, also weiter auf die Türme. Next. Der hat natürlich ein paar. Komm, 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 geh drauf. Okay. Er hat keine Türme mehr. Dann jetzt auf das große Kampfschiff, wenn wir noch Zeit haben. Dann los. Funkgerät. 45 ist, die Marines sind wieder an Bord. Sie haben die Schildkoordinaten, wir dekodieren jetzt. Okay. Warte mal, ich mach dem sein Triebwerk weg. Noch irgendwelche Systeme an ihm? Dekodierung fertig. Übermitteln Zielinfo an Gamma. Kann ich dem Schaden zufügen? Nö. Hier spricht Gamma. Wir starten unser Einsatz. Kann ich nicht. Aber das sieht doch gut aus. Ich muss einfach immer nur das aktuelle Schiff nehmen, ne? Dann ist es ganz gut lösbar, die Aufgabe. Ja, Volltreffer. Die Primärschilde Netzar sind ausgeschaltet. Wir haben genau 60 Sekunden Zeit, den Kern zu treffen, bevor die Strahlungsschilde aktiviert werden. Wo ist der Kern? Wartungstor? Nehmt Aufstellung und zerstört die Luke. Dann jagt eure Jackhammer hinein. Wartungstür? Nachbrennerstatus niedrig. Alter, wo? Nachbrennerstatus niedrig.
Ruben! Die Lücke ist zerstört. Jetzt die Jackhammer hinein. Okay. Ausgewählt. Komm, Visier an. Ich sollte mal gehen. Bewegt euch, die Schilde werden jeden Moment wieder stehen. Niedrig. Doppelenergiekern. Mist, die Schilde der Zar sind aktiviert. Niedrig. Wir haben's vermasselt. Was? Die Mission ist abgebrochen. Wiederhole. Was? Mission abgebrochen. Warum? Wir warpen zurück. 45. Zurück zu Reliant. Na toll. Warp-Koordinaten initiiert. Bereit. Na toll, warum? Lief doch. Wir haben vermasselt. Ja. Toll. Ein absolutes Fiasko. Wir können von Glück reden, wenn wir unsere Streifen behalten. Landevorgang einleiten. Ich werde jetzt bestimmt vors Kriegsgericht gestellt und erschossen. Also Basis, Landeerlaubnis. Landeerlaubnis erbeten. Landen und sofort Bericht erstatten. Landeerlaubnis erteilt. Tja. Toll. Lief doch eigentlich ganz gut. Ich habe die Screamer reingeballert und dann, ich hätte mir das erstmal in Ruhe angucken sollen. Ach, wisst ihr was, das machen wir nochmal. Oder? Männer und Frauen der Allianz, willkommen. Es ist jetzt Zeit für Glückwünsche. Komm, das gucken wir uns jetzt nicht an. Wir starten diese Mission neu. So, haben wir unsere Bewaffnung noch? Nein, 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 das will ich gelöst haben. Viel Glück, Piloten. Ja, lass mich raus. Los, los, los. Alle Systeme bereit. Oh, was habe ich jetzt gedrückt? Ah, passt. Alle Systeme online. Das war eine perfekt gelöste Mission. Das kann es nicht sein. Commander Enriquez, wann können wir mit den Vampires rechnen? Wir haben gerade erfahren, dass sie aufgehalten wurden. Wir können nicht auf sie warten. Müssen jetzt zuschlagen. Verstanden, Commander. Okay. Krepiert bitte diesmal nicht. Ich brauche die Banshees. Ausgewählt. Hier Gamma 1. Wir warten, bis ihr die Premiere-Schilde ausgeschaltet habt. Okay. Los. Keine Zeit. Kennen wir alles schon. Warp-Projekt online. Es kann losgehen. Let's go. Okay, und auf die Satelliten. Wow, den ganzen Weg zum Saturn auf einen Sprung. Ich habe Sichtkontakt zur Zar. Geht hin und nehmt euch die Satelliten vor. Okay. Alpha 5 schaltet die Primärschilde der Zar aus. Los geht's. Nochmal. Dann halt nochmal. Aufgepasst, Jäger und Kurgan im Anflug. Ja, ja, kommt ihr nur. Die müssen warten. Wir müssen erst die Satellitentürme ausschalten. Damit die keine Verstärkung rufen können. Also los. Da sehe ich 1, 2, 3, 4, 5 Türme. Nur den anvisierten. Den sehe ich irgendwie nicht. Reicht das? Ja. Come on. Und hängt eine Rakete im Nacken. Schnell! Nicht wirklich. Ich hab doch Täuschkörper. Alles gut. So, das war schnell. Satellit, wo ist der nächste? Da. So, ein Geschütz weg, haben wir das mal erledigt.
So. Au, 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 au. Sprich ein letztes Gebet, Pilot. Nein, bitte. Yeah, wir haben einen erwischt. Yeah, wir haben einen erwischt. Wir haben die Luftsatellitentürme ausgeschaltet. Alpha 5, was habt ihr? Ich kriege kein Signal. Ich habe gar nichts. Was? Commander Enriquez, haben Sie verstanden? Wir kriegen kein Signal. Bleibt dran, 45. Wir schicken ein Interschiff. Die holen sich die Koordinaten. Nein, nein, nein! So, dich hätten wir. Hey, 45. Sie haben die Party ohne uns angefangen. Ja, ja, Video ihr weg, komm. Ich bin im Kampf. Ihr lass mich. Kümmert euch um das Interschiff. Das Spiel läuft weiter, ne? Wenn so ein Video läuft. Das kann auch mal übel enden. 45. Wir müssen ins Control Center eindringen, wenn wir diese Koordinaten bekommen wollen. Verstanden, macht euren Job. Wir geben euch Deckung. Okay. Holen wir uns mal die Großen. Jack Hammer, Screamer, ausgewählt. Achtung, Leute. Ich fange hier etwas auf, das wie ein Kreuzer mit Kurs auf unsere Position aussieht. Boom, einer weniger. Sie starten einen Asian Wing. Einen was? Passt auf, dass Sie nicht zum Interschiff durchkommen. Okay. Let's go. Aua, hab ich ihn tot gerammt? Habt ihr gesehen? Warte so, Kumpel. Boah, ich hab hier zwei gleich. Das ist ja geschickt. Boom, next. War das doch meiner gewesen? Wo bist du? Geh drauf. Boom, next. Toller Schuss. Wem darf ich die Blumen schicken, Kamerad? Ach ja, behalt deine scheiß Blumen. Come on, nächster. Banshee ausgewählt. Okay, das war's. Alle weg. Dann gehen wir doch wieder auf Geschützturmjagd. Na, hier, die Taste war's. Okay. Na, die schießen ja schon eifrig auf mich. Verdammt! Aber aua, aua. Gut, dass das Ding so gut gepanzert ist, ne? Stirb, 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 stirb. Komm, 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 geht drauf! Jack Hammer, auf Screamer, aus Screamer, Jack Screamer braucht man. So, hier ist noch einer. Einmal, dann du. Next. Next. Wir ducken jetzt an. Die Marines haben maximal 2 Minuten. Ja, mach mal. Gib dem Interschiff Deckung, 45. Okay, 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 okay. Next, next, next. Das klappt genauso gut wie vorhin. Fast noch besser. Boom. Wer will nochmal? Wer hat noch nichts? Die sind ja jetzt nicht so die Gefahr, ne? Die Geschütztürme. Ballern halt irgendwo hin. Ihr trefft doch eh nichts. Das war's. Auf zu dem Dinger. Und bei ihm können wir nur das Funkgerät und die Triebwerke zerstören. Come on. Das hätten wir auch erledigt.
So, alles gekillt, was geht. Wie vorhin. Aua. Jetzt sollte man die Position finden, wo wir da hin müssen. Jackhammer ausgewählt. Yo, ich habe meine Jackhammer. Jetzt schauen wir mal. Ich glaube ja, das hier war das Tor. Schon irgendwas anvisiert. Da sind noch Schilder aktiv, ne? Gehen wir mal noch ein Stück weg. Ein Stück weg. So, ich warte. Tja, hab nichts mehr zu tun. Coole Mission. Komm schon. Hier spricht Gamma. Wir starten unser Einsatz. Ach so, ihr müsst erst hier drauf schießen. Und dann tickt die Zeit, ne? Gamma. Torpedo ist abgeschossen. Boom. Ja, Volltreffer. Die Primärschilde Wetzlar sind ausgeschaltet. Wir haben genau 60 Sekunden Zeit, den Kern zu treffen, bevor die Strahlungsschilde aktiviert werden. Die Lücke ist zerstört. Jetzt den Jackhammer hinein. So, das war das eine. Die Lücke ist zerstört. Jetzt den Kern. Mach schnell! Ach so, ich muss hier weiter schießen. Muss ich an der Stelle weiter schießen? Komm! Passiert hier irgendwas? Schieß alles ab, was ich hab. Muss das eine Jackhammer sein? Komm, wie ist hier an? Bewegt euch, die Schilde werden Volltreffer! Das Ding wird hoch, nichts mehr weg hier! Okay, nichts mehr weg hier! Yeah, wir haben es geschafft, 45. Oh. Bin ich. Lebe ich noch? Wow, die Koalition wird ein neues Flaggschiff brauchen. Boah, geht doch. Gute Arbeit, Piloten. Lasst uns jetzt hier verschwinden. Fertig machen, komm hoch. Sorry, für wenn ihr das zweimal sehen musstet, aber das musste sein. Das konnte ich jetzt nicht auf mir sitzen lassen. Und heim geht's. Puh. Yeah, da kommen sie alle zurück. Wir waren 40. Es war mal wieder ein Vergnügen, mit euch zu arbeiten. Gern geschehen. Volles Fiasko, hast du vorhin gesagt. Ausgewählt. Das kann arrangiert werden. Vampires, lasst uns abrücken. Ciao, Steiner. Das war gute Arbeit da draußen. 45. Landevorgang einleiten. Landeerlaubnis erbeten. Erlaubnis erteilt. Großartige Leistung da draußen, Pilot. Thanks. Hat mich ja nur eine halbe Stunde Lebenszeit gekostet. Aber cooles Schiff, der Bomber. Der hält ja richtig was aus. Ich stehe im Weltraum rum, wird beballert und juckt nicht. Männer und Frauen der Allianz, willkommen. Es ist jetzt Zeit für Glückwünsche. Mit Ausnahme einiger kleiner Rückschläge war die Operation Schild ein voller Erfolg. Über 45% der Flotte der Allianz hat die Sicherheit Tritons erreicht. Keine geringe Leistung, wenn man die Rückschläge bedenkt, die sie zu Beginn des Konflikts hinnehmen musste. Wir haben den Konflikt zum Feind getragen. Obwohl die Koalition zahlen- und waffenmäßig überlegen ist, sind die Truppen der Allianz mit Überfallangriffen erfolgreich gegen den Feind vorgegangen. Nach Verlusten und ständigen Angriffen auf ihre Transportwege und Nachschublinien
mussten sich die Angriffsflotte der Koalition zum Titan zurückziehen. Zum Schluss, Glückwunsch an die Freiwilligen der 45. Yeah! Die jetzt Flying Tigers heißen, nach dem berühmten Jagdgeschwader des Zweiten Weltkriegs. Das neue Geschwader ist ganz wild darauf, den Krieg ganz alleine zu gewinnen. Sie haben nach den Vampires die meisten Abschüsse pro Pilot. Gute Arbeit, weiter so, Männer und Frauen der Allianz. Geil. Berichte haben bestätigt, dass die Vampires mit Hilfe der Tigers die CS Tsar gefunden und zerstört haben. Ein Klasse 1 Supercarrier der Koalition. Die Tsar wäre in 3 Wochen fertig geworden und sollte das neue Flaggschiff der Angriffsflotte der Koalition werden. Jetzt müssen sie wohl ersetzen. Berichte haben bestätigt, dass die CS Krasnaya, ein Klasse 2 Carrier, in einer gemeinsamen Operation von den Vampires von der ANS Bremen zerstört wurde. Wieder waren die Tigers zur Stelle, um die Vampires zu unterstützen. Es scheint, dass diese beiden Kampfgeschwader wirklich hervorragend miteinander klarkommen. Gute Arbeit, Leute. Oh. Oh. Leute? Rühren. Ich freue mich, Sie hier begrüßen zu dürfen. Commander Enriquez hat mir von Ihren jüngsten Einsätzen berichtet. Ich darf Ihnen mitteilen, dass das Kommando Ihnen diesen Preis in Anerkennung Ihrer jüngsten Kampfeinsätze verleiht. Für Tapferkeit im Gefecht überreiche ich Ihnen den Schwarzen Adler. Cool. Danke. Yeah. Wie, nur 4 Abschüsse in der Mission? Wollt ihr mich verarschen? Okay. Das war hervorragende Arbeit. Sie haben heute da draußen Erstaunliches geleistet. Die Char war für das Oberkommando ein Ziel mit höchster Priorität und dem Erfolg unserer Mission wird große Bedeutung beigemessen. Wäre die Char in dieser Phase des Konfliktes auf den Plan getreten, wäre die Auswirkung katastrophal gewesen. Klaus Steiner hebt in seinem Einsatzbericht ihre Kampfkraft besonders hervor und das ist wirklich ein hoher Hohnlob. Und ich muss mal aufstoßen. Bier. Die erfolgreiche Rückkehr des Enderkommandos mit wichtigen Informationen über die Leistungen und Konstruktion der Char ist für den Geheimdienst und die Wissenschaftler im Kommandohauptquartier ein besonderer Leckerbissen. Gute Arbeit, Pilot, Commander Enriquez. Für Ihren Einsatz bei der Zerstörung des Supercarriers der Koalition der CS Char verleiht Ihnen das Oberkommando den Black Eagle eine Auszeichnung. Ja klar, so, Schwarzer Adler, okay. Eine Auszeichnung, die nur für außergewöhnliche mutige Aktionen vergeben wird. Die Zerstörung der CS Char ist ein großer Erfolg für die Tigers und der Captain ist sehr stolz auf sie. Solche Piloten machen unserem Namen alle Ehre. Weiter so. Boah, das klang vor ein paar Missionen noch ein bisschen anders. Das Oberkommando der Allianz verleiht dem 45. Freiwilligen Geschwader die Auszeichnung Long Range Forces Commendation Medal. Dies geschieht in Anerkennung der Errungenschaften der Allianztruppen, die im Laufe der letzten Monate einem überlegenen Gegner Widerstand geleistet und ihm den Zugriff auf das Territorium der Allianz verwehrt haben, wodurch die Allianz mit dem Aufbau ihrer Flotte fortfahren konnte. Die Reliant hat neue Kampfjäger erhalten, darunter sind die Coyote, Mirage und die Tempest. Die Tempest sind mal gerade geflogen. Die Jäger sind ohne Beschränkung für alle Geschwadermitglieder verfügbar. Haben wir die nicht eh schon alle gehabt? Gut. Kills. Da bin ich ja wohl wieder abgerutscht, ne? Nö, 10. bin ich noch. Na, immerhin. Gut. Dann würde ich sagen, mal gucken, was noch in den Nachrichten so abgeht. Auch wenn wir jetzt schon viele Nachrichten hatten. Beziehungsweise, wir schauen erstmal in unseren Ordenschrank oder in unseren Box oder was auch immer. Hallo? Black Eagle, Long Range Forces kommen. Was? Ein Zungenbrecher. Und die Allianz Defense Mobilization Medal. Okay. Gut, haben wir ein bisschen was gekriegt. Schön. Dann, Nachrichten. Hier. Am 21. Februar 2161. Die wichtigsten Nachrichten des Tages. Die Stimmung in der alliierten Flotte ist weiterhin sehr gut. Die Koalition zieht offenbar ihre Jagdstaffeln zurück, um sie in der Nähe des Saturn neu zu formieren.
Der größte Teil der Flotte der Koalition soll jedoch Kurs auf die vorderen Quadranten genommen haben, um die Angriffsflotte zu verstärken. Die alliierten Streitkräfte sind in höchster Bereitschaft für die wahrscheinlich blutigste Kriegsphase. Es wird weiterhin gemeldet, dass sich das 45. Freiwilligengeschwader umbenannt hat. Die Bemerkungen des Starpiloten Klaus Steiner, der die Tapferkeit und Fähigkeiten mit den Flying Tigers aus dem Zweiten Weltkrieg der Erde verglichen hat, hatten den Ausschlag dazu gegeben. Das Kommando hat den Geschwadernamen in Anerkennung seiner Erfolge offiziell zu 45. Tigers geändert. Herzlichen Glückwunsch, Tigers! Das war Heidi Moore für SEN. Bis zum nächsten Mal. Okay, in diesem Sinne, liebe Zocker-Launcher, vielen Dank fürs Zuschauen hier bei Starlancer und wir sehen uns in der nächsten Mission. Haut rein!